Und wir wollen dieses Land wieder auf den Weg nach oben bringen. Das ist unser wichtiges Ziel. Nun möchte ich das Wort an unseren Spitzenkandidaten Nils Schmid übergeben. Vielen Dank. Lieber Rainer, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, erinnern Sie sich noch an den 27. September 1998? Erinnern Sie sich noch an das Gefühl damals, als nach 16 Jahren wir den Kohl abgewählt haben und es dann aufgebrochen ist, zu neuen Ufern, neue Ideen nach vorne gerückt sind? Ich weiß jedenfalls noch, wie damals es war an dem Abend, wie erleichtert, wie froh ich war, dass es endlich wieder vorwärts ging in Deutschland. Am 27. März diesen Jahres wird die CDU in Baden-Württemberg seit fast 58 Jahren regiert haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind fast 58 Jahre, umgerechnet 20.997 Tage. 21 Tage CDU-Herrschaft hier in diesem Land. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wie das ist, wenn man am 27. März einen echten Wechsel in dem Land Baden-Württemberg endlich mal hinbekommt. Ein Wechsel hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit, ein Wechsel hin zu nachhaltigen Wirtschaften, zu einer dynamischen Wirtschaft, die auf erneuerbare Energien setzt. Ein Wechsel hin zu gleichen Bildungschancen. Und ich sage Ihnen, genau dieses steht am 27. März zur Wahl. Genau dieses ist die entscheidende Weichenstellung, vor dem dieses Land steht. Und deshalb sage ich voller Stolz, die SPD weiß, was Integration ist. Die SPD weiß, was sozialer Zusammenhalt bedeutet. Denn sie hat es seit 140 Jahren praktiziert in ihrer Geschichte. Und deshalb brauchen wir mehr denn je die Integrationspartei SPD. Bei der Privatisierung, das übernehme ich noch, bevor der Rainer Prebo die anderen Fragen beantwortet. Privatisierung im Strafvollzug haben wir abgelehnt. Also diese Teilprivatisierung in Offenburg war nicht unsere Idee. Übrigens hat der Golde auch getrickst. Ja, der Rechnungshof hat ausdrücklich gesagt, dass das Modell Offenburg nicht günstiger ist fürs Land. Es fehlen saubere Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Es ist reine Ideologie, was der Golde macht mit seiner Privatisierung von Dienstleistungen und Verteilen der Justiz. Bei der Bewährungshilfe genau dasselbe. Übrigens hat er es da auch nochmal im Parlament vorbeigemacht, wo wir dann vom Staatsgerichtshof gewonnen haben. Und wir werden diesen wichtigen hoheitlichen Bereich Strafvollzug nicht privaten Anbietern preisgeben. Weil da geht es ja auch um den Resozialisierungsauftrag. Das ist ein bisschen Mindestlöhne, mit Einschränkung bei der Leih- und Zeitarbeit, mit einem Tariftreuegesetz, dass die Vergabe öffentlicher Aufträge daran bindet, dass die Unternehmen sich auch an Tarifverträge halten und nicht Dumpinglöhne zahlen. Und mit einer starken Wirtschaft, die nachhaltig ausgerichtet wird. Eine EnBW, die vom Atomkonzern zum erneuerbaren Energiekonzern umgebaut wird. Mit einer Energiewende, die Stadtwerke unterstützt und nicht allein die Atomkraft. Okay. Herr Schmid, im Wahlprogramm der SPD ist enthalten, dass die Kleinkindbetreuung in Baden-Württemberg deutlich verbessert werden soll. Wie soll das konkret aussehen und wie ist das finanzierbar? Es geht nur, wenn wir den Kommunen mehr Geld zur Verfügung stellen. Das erste heißt, dass wir die Gewerbesteuer nicht abschaffen, sondern sie erhalten, weil das ist eine ganz wichtige Säule der kommunalen Finanzierung. Und das zweite muss im Landeshaushalt geschehen, dass wir Schritt für Schritt umschichten, weg von weniger bedeutsamen Bereichen der Landwirtschaft oder der inneren Verwaltung hin zur Bildung und Betreuung, damit die Kommunen nicht alleingelassen werden beim Ausbau der Betreuung. Eine zweite Frage, Herr Schmid. Wir erleben einen Aufschwung in Deutschland. Viele Arbeitsplätze entstehen, aber zu ganz schwierigen Bedingungen. Zeitarbeit, befristete Arbeitsplätze. Wie werden Sie als Ministerpräsident dazu beitragen können, dass Menschen gesicherte, zukunftsfähige Arbeitsplätze haben? Wir werden uns im Bund für gesetzliche Mindestlöhne und für Einschränkungen bei der Leih- und Zeitarbeit einsetzen. Wir werden aber vor allem im Land, wo wir selbst Arbeitgeber sind, Recht und Ordnung am Arbeitsmarkt für die Beschäftigten des Landes herstellen, indem wir nicht weiter privatisieren und indem wir
ordentliche Löhne bezahlen. Denn es kann nicht sein, dass die öffentliche Hand ein schlechtes Vorbild für die anderen ist. Vielen Dank. Dankeschön. Okay. So, aber da muss ich jetzt wirklich los. Tschüss. Dankeschön. Alles Gute. Viel Erfolg. Alles Gute. Tschüss. Ich muss weiter nach Gaggenau.